Und wir machen gleich weiter, und zwar mit Marius, Leandro und Luke. Ich sehe euch noch gar nicht. Ah, da seid ihr. Ihr habt ein Projekt entwickelt, und zwar heißt es Plenty Plants. Ich bin schon sehr gespannt. Als Pflanzenliebhaberin klingt es nach was, was mir sehr gut gefällt. Okay. Wieder der Moment der Wahrheit mit der Technik, aber ich glaube, auch dieses Mal wird es einwandfrei funktionieren. Okay. So. Und yes, okay. Ich bin gespannt. Die Bühne ist eure. Hallo. Also, ja, wie schon gesagt, wir sind Marius, Leandro und Luke und wir stellen euch heute Plenty Plants vor. Unser Problem, das wir uns gestellt haben, war, wie man Leute dazu bringen kann, spielerisch Pflanzen kennenzulernen und sie mehr zu wertschätzen, damit sie zum Beispiel nicht einfach drüber rennen. Und dass die Leute auch mehr rausgehen. Das betrifft auch manche von uns, die den ganzen Tag immer nur eine Sache im Haus tun. Das Endprodukt wird dann eine Android-App sein, mit der man draußen Pflanzen einscannen kann. Und dann wird es eine Karte dazu geben und ein GPS-System. Es wird auch eine Punktzahl geben und eine Sammlung der ganzen Pflanzen, die man schon eingescannt hat. Und es wird auch noch die Details zu den Pflanzen auch noch dazu angezeigt werden. Die Daten und Technologien, die wir dafür verwenden, sind einmal Android Studio, Java, OMS Street, also OpenStreetMap, X-Kamera und noch eine Pflanzen-API. Hier, das sind unsere Überlegungen, die haben wir gemacht, bevor wir die App entwickelt haben. Genau, die Karte hier, die haben wir auch schon angefangen zu machen. Der Rest, da müssen wir uns noch, also da hatten wir nicht genügend Zeit für. Und hier sind jetzt die Screenshots, die aktuell sind. Hier ist die Karte, wo man dann immer ist. Hier, wenn man auf die Kamera drückt, dann muss man natürlich auch die Berechtigung geben. Dann wird man hier so eine Pflanze einscannen. Die soll dann noch in Zukunft an eine API gesendet werden und ausgewertet werden, welche Pflanze das ist. Und hier wird man dann auf der Karte sehen, wo man welche Pflanze gefunden hat. Noch die Ausblicke und die noch offenen Punkte sind einmal eine Anbindung einer Datenbank oder eine gute Pflanzen-API. Obwohl wir auch schon eine gefunden haben und auch an welchen noch arbeiten. Aber es gibt ja immer noch Sachen zum Verbessern. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir danken auch unseren Mentoren. Ja, das war's. Kannst mir geben. Danke euch.